Ja. Stell mich am besten hin. Nein, wir singen mal nicht. Also, gesungen wurde schon, habe ich gehört, lieber Uwe, insofern brauchen wir das nicht mehr. Natürlich auch im Namen der Stadt Essen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Du hast mich eingeladen, habe mich darüber gefreut. Ich glaube, du hast dich auch ein bisschen darüber gefreut, kann ich leider nicht kommen. Ja. Da hat man darüber gesprochen, das hat mich dann auch bestätigt, auf jeden Fall das auch einzulösen und heute Morgen hier den Termin vorzuziehen für anderen. 75 ist ein tolles Jubiläum, ein tolles Datum, vor allen Dingen merkt man heute hier bei den Personen, die ich schon kennengelernt habe, gerade, was ich natürlich vorher schon wusste, aufgrund deiner sportlichen Aktivitäten. Obwohl du selber, glaube ich, weniger Sport machst, gibt es jetzt nicht mehr. Gibt es ganz, ganz viel Herz bei dir für Sport. Und vor allen Dingen auch vielleicht für Sportarten, die nicht sonst immer im Fokus stehen. Also wenn jetzt hier Boxer, Tischtennisspieler, Eiskunstläufer und. Dann sind das ganz tolle Sportarten, aber eben auch Sportarten, die in unserer Stadt oder insgesamt auch ein Lobby brauchen, denn sie tun sich viel schwerer als andere, was Sponsoring und Publikation, Öffentlichkeitsarbeit angeht. Das ist natürlich der Sport, der Fußball dominiert den ganzen Sport und das ist so weniger deine Sache, aber du hast ein Auge für Talente und du hast auch ein Auge für Frauen. Wie gesagt, der Uwe hat auch Geschmack. Er ist auch immer so für mich, immer so Inbegriff eines Boxers, der sich einfach durchboxt. Und manchmal muss man sagen, ist es vielleicht auch manchmal im Sport das eine, das reale Leben ist schon was anderes. Damit Rückschlägen umzugehen, ist nochmal viel, viel schwieriger. Aber sozusagen, trotz alledem, was auch privat vielleicht nicht immer so gut läuft, hast du ein sehr positives Gemüt und hast eine sehr positive Ausstrahlung. Ich habe gedacht, woran liegt das eigentlich? Jetzt habe ich die Lösung auch gefunden. Ich habe mich gerade nochmal gegoogelt. Und zwar ist der Huwi nach dem chinesischen Sternzeichen ein Affe. Oh. Ich wusste schon. Und Sterne lügen nicht. Der Affe ist das 9. Zeichen im chinesischen Horoskop. Der Affe, also Jahrgang 44, ne? Der Affe kennt für jedes Problem eine Lösung. Seine allfallsreiche, oft taktenreiche Art helfen ihm, vieles ihr Leben zu erreichen. Seine Intelligenz wird auch von anderen geschätzt und man fragt ihn oft nach Rat. Affe ist geistig ausgerichtet, also nicht sportlich, sondern geistig, ne? Er denkt und kommuniziert viel, liest gern, bildet sich weiter, liebt es zu diskutieren und sich auszutauschen. Und wenn es irgendwo einen Vorteil zu erringen gibt, dann versucht er das. Das stimmt. Der Affe will überall dabei sein, er kann aus nichts viel machen. Er macht gerne Schabernack, ist lustig und humorvoll. Manchmal mangelt es ihm am nötigen Ernst. Guck, was die alles über dich wissen. Jetzt gibt es doch sozusagen bestimmte Ausprägungen nach Aszendenten. Gibt es hier eben, du bist nicht kein normaler Affe, sondern wenn du Jahrgang 44 bist, dann bist du ein Holzaffe. Holzaffe hat viele Ideen und gut entwickelte Fantasie. Er möchte immer dazulernen. Schaut deshalb anderen gerne auf den Finger und liebt das Abenteuer. Oi. Ja, süß. Das ist vor allen Dingen das, was viele an dir schätzen, wirklich deine Art, dein Humor. Und auch, wenn man weiß, eigentlich kann es ihm gar nicht gut gehen, hast du immer eine positive Ausstrahlung und lässt dich auch nicht erschüttern. Und das beeindruckt, glaube ich, sehr, sehr viele. Und dafür gibst du anderen sehr viel Kraft und sehr viel Mut und du entdeckst Talente und gibst eine sehr positive Ausstrahlung, eine positive Rückmeldung an die. Insofern gibt es viele, viele Sportler, die dir auch ihren Weg mit verdanken. Dafür auch herzlichen Dank für dein Engagement im Ehrenamt. Und Sport ist immer auch so ein bisschen Soziales, insofern auch für dein soziales Herz, weil der Sportler steht ja nicht nur darauf, dass der am Tag X in seiner Sportart die Höchstleistung abruft, sondern da muss vorher so viel gemacht werden von Ausbildung, von Schule, von Familie, von Disziplin, von Tagesstrukturierung. Das muss ja auch vorher alles gemacht werden und da hast du immer auch eine gute Art, eine gute Hand, da tätig zu werden. Also vielen Dank auch dafür. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Ja, vielen Dank für die tollen Worte. Ich mal sein Untertrieben. Ja. Lass mich dazu was sagen. Leute, die mich kennen, die wissen das auch. Ich bin nicht immer positiv denkend und ich gehöre nur zu den Menschen, die sagen, man darf ruhig mal zu Boden gehen, aber bei neun muss man wieder stehen. Sowohl was das Privatleben angeht, als auch das berufliche oder der sportliche Inhalt. Und ich habe hier in Essen sehr, sehr viel mit den Boxvereinen und den Boxern erreicht. Ja, ich im Augenblick hängt mein Herz aber ein wenig in Velbert, wo ich auch sehr viele Erfolge hatte in diesem neuen Jahrhundert, elfmal deutscher Meister war in der Bundesliga und in einem ganz tollen Team mitarbeiten durfte. Und das macht auch Spaß. Die haben mich zuletzt bei den deutschen Meisterschaften, als ich da moderiert habe, zum Ehrenmitglied gemacht und völlig überraschend, Michael. Ich bin heute noch geflasht davon. Ja. Das war toll und die Leute waren aufgestanden. Mein Discjockey, den ich dafür hatte, aus unserer Jugendabteilung, der hat aber nur nach Plan gearbeitet und der hat auf dem Plan stehen, letzter Redner Michael Balka, das ist unser Präsident, ja, und danach Nationalhymne. Der hat aber nicht geschnallt, da die Ehrung zwischengekommen war und wir beide dann noch voll im Amt waren. Ja, und dann spielte der auf einmal und alle Leute standen, ja, die Nationalhymne. Das war ganz heftig. Dankeschön und Dankeschön für die vielen, vielen guten Wünsche. Ich kann sie gebrauchen. Gesundheit. Und wenn mich erleben will im Fellwort, sitze ich noch am Ring und mache auch noch, solange Michael das möchte, die Moderation. Wie hoch ist denn dein Freikartenkollegen? Aber ich brauche noch ein paar, die Nummern übertragen. Ja, auch schon mal gehört in Bezug auf Profiboxen, aber ich gehöre zu den olympischen Boxern. Wir können sowieso den Unterschied. Aber wie hat die selbst Boxen? Ganz egal.